So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben gerade was zu trinken getestet. Mir ist absolut schlecht. Ein Liter süße Plörre reingekippt, wieder mal. Boah, was gibt's da Besseres als jetzt zur Erfrischung? Noch ein Eis hinterher. Und nicht nur irgendein Eis, sondern eins aus dem Lidl. Entweder Lidl oder Aldi, ich verwechsel das immer. Ich glaube, es war Lidl. Wir mussten da nämlich extra hin. Pupsi hat was in der Werbung entdeckt, hat gleich gesagt, das will sie sich unbedingt mal holen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das hier ist das Afri-Cola-Eis. Wir kennen ja alle vielleicht Afri-Cola, aber kennt ihr auch das Afri-Cola-Eis? Da sind 4 Stück drin in einzelner Packung. Hier steht jetzt probieren und dann gibt es auch noch 2 verschiedene Designs. Ich habe erst gedacht, oh guck mal, eine Mini-Pizza, das hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. Und sie hat sich so einen ganzen Karton geholt, hat ihn schon leer gemacht. Ich habe gesagt, ich wollte ihn noch gerne mal probieren. Jetzt hat die den aber schon leer gemacht und hat gesagt, es hat eh so gut geschmeckt. Sie holt sowieso noch mal welche. Habe ich gesagt, gut, bringen wir beim nächsten Mal einfach beide Motive mit. Dann kann ich gleich beide Motive zeigen, beide Motive vorstellen und... Das eine, da muss ich direkt an Hannes denken, aber erstmal nochmal das andere. Das ist das Jugenddesign. Ihr habt hier ein paar Ballons, die rumfliegen. Ihr habt da ein paar Kussmünder, noch mehr Mund. Hier noch eine Möwe oder eine Friedenstaube. Die hat dann nämlich so eine Distel vorne im Mund. Hier ist eine Palme, da sind ein paar Blumen. Afri-Cola. Ansonsten habt ihr links und rechts immer das Logo drauf, Afri-Cola. Ihr habt hinten nochmal Afri-Cola-Eis. Hier ist noch ein Einhorn, ein buntes Einhorn. Nicht rosa, aber ein buntes. Und wenn ihr das Ganze jetzt hier aufmacht, müsste innen drin aber alles gleich aussehen. So, das ist schon mal nicht richtig aufgemacht, aber egal. Jetzt habt ihr da 4 solche Teile drin. Und genau, alles hat genau die gleiche Verpackung innen drin. Ihr habt einfach so eine Stange, hier wieder mit dem Kussmund oben, hier mit der Afri-Cola-Palme drauf. Hier ist noch ein Schmetterling, hier fliegen wieder die Ballons rum. Hier unten sind 2 Flamingos, das ist auch schön, also da sind viele Details drauf. Noch mehr Schmetterlinge, hier wieder die Friedenstaube oder so. Legen wir mal kurz zur Seite. Gucken kurz das zweite Design an, wo ich gesagt habe, das muss ich Hannes mal zeigen, das findet er vielleicht cool. Das eher erwachsenere Design, denn hier sitzt so eine Nonne, breitbeinig, freizügig, mit Bustier, mit Lutscher, die guckt schon so richtig pervers. Und ja, ansonsten habt ihr im Hintergrund noch schwarz-weiß eine Dame, die sich da die Hand, das ist so Asthmatics-mäßig, so würde sich Isro jetzt freuen. Dann habt ihr wieder ein paar Palmblätter mit Schmetterlingen drauf. Habt generell hier überall Schmetterlinge, die rumfliegen. Dafür keine Kussmünder, dafür mehr Schmetterlinge. Und hinten auch nochmal beide drauf, die 2 Ladies. Ich glaube, ich habe zu Pupsi gesagt, das wird sicherlich einfach nur noch Cola-Eis schmecken. Wassereis mit Cola-Geschmack, was es überall gibt. Wo die selbst hier dieses flüssige Zeugs verkaufen und du es dann zu Hause in den Gefrierschrank packst und dann ist es halt so eine kleine Cola-Eisstange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so extrem anders schmeckt. Sie fand das gut. Sie hat gerade auch, wenn sie Samyang-Nudeln gegessen hat, immer mal ein Eis davon genommen, danach, um die Zunge zu entschärfen, um den Mund zu kühlen, die Lippen zu kühlen. Da fand sie das richtig gut. Ich weiß, dass ich Calippo Cola Eis ganz cool finde oder Calippo Erdbeer. Calippo ist für mich einfach, wenn es um Wassereis geht, eine richtig starke Marke, auch wenn ich selten Eis esse, aber wenn, dann finde ich Calippo meistens genial. Bin mal gespannt, ob das jetzt besser ist als Calippo, schlechter, gleichwertig, Ersatz. Ich kenne den Preis jetzt leider nicht, aber ich denke mal, das ist hier so ein Hühnerfotz. Der liegt mal im Laden, jeder will den haben und dann bleibt es auch wieder stehen. So wie Gönnergy. In jedem Video musst du Gönnergy erwähnen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie Afri-Cola schmeckt. Hätte man sich auch noch eine Flasche Afri-Cola holen sollen, hätte mal einen Schluck Afri-Cola genommen. Hätte dann mal das Eis probiert und geguckt, ob das ungefähr wirklich genau den gleichen Geschmack hat. Ist auf jeden Fall schön kalt. Es schmeckt nach Cola.
aber nicht nach Arznei-Cola, was ja viele auch leider haben, geschmacklich. Es schmeckt schon nach fruchtiger, süßer Cola. Mir schmeckt es schon fast wie eine Schwipschwapp, wie eine Mezzo-Mix, wie eine gemischte mit Cola-Orange so ein bisschen, was eine normale Afri-Cola ja sicherlich nicht hat. So, da kommen schon die ersten Wespen an, aber... Ich weiß nicht, du hast den ersten, zweiten Lutscher und denkst, oh ja, doch, das ist richtig cool. Jetzt bist du beim dritten, vierten, fünften Lutscher, beißt auch mal ein Stück ab und schon ist dieser Geschmack, der ursprünglich da war, direkt wieder verflogen und jetzt hast du fast nur noch Wasser. Also du hast jetzt, der Geschmack hat so stark nachgelassen in dem Moment und du hast halt jetzt nur noch hier innen drin die Plörre. Also ganz außen die ersten Momente ist da bestimmt ordentlich was dran. Aber irgendwie blasst sich's gleich aus und dann hast du halt wirklich nur noch diesen ganz normalen gefrorenes Wasser und das war's schon. Also lässt meiner Meinung nach zu sehr nach. Das heißt, da hast du eben den Vorteil, wenn du ein Calippo hast in diesem Pub, das drückst du raus, das fällt wieder rein. Unten schmilzt das immer ein bisschen, aber es wird ja aufgefangen in dem Pub, sodass unten immer die ganzen Brühe ist und das Eis immer wieder reinfällt in die Brühe. Wenn du es immer so drückst und so rummatscht, so richtig so, dann wird das nochmal schön verteilt und dann ist da überall wieder frisch süßer Sirup dran, der wieder den ordentlichen Geschmack macht. Hier ist es halt am Stiel. Deswegen Calippo meiner Meinung nach immer noch unangefochten Nummer 1, was Cola-Eis angeht, was Wassereis angeht. Weil du es halt einfach in dem Pub hast, weil du das so machen kannst die ganze Zeit, es splattert alles rum und hast immer guten Geschmack. Hier lässt schnell nach, die Wespe nervt, die ist jetzt hier an meinem Finger. Jetzt gehst du hier von meinem Afri-Cola-Eis weg. Bruder! Ich glaube, die kommt gleich zurück. So, niemals eine Wespe wegschnippen, macht das nicht. Das war es von meiner Seite aus. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso Pupsi das so extrem feiert. Also da hätte ich lieber mir eine Packung Calippo geholt. Ansonsten schmeckt erst gut, aber lässt direkt nach. Meins ist es nicht. Würde ich nicht nochmal kaufen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.